Lazarette sind eine sehr gute Möglichkeit, um seine Verluste über längere Kriege möglichst gering zu halten. Ohne sie ist es schwerer, seine militärische Macht über eine große Distanz zu projizieren, da selbst eine Level-3-Armee mit hoher Kampfkraft früher oder später mit schweren Verletzungen ins Gefecht zieht. Sie haben aber auch einige Eigenheiten, denen ich auf den Grund gehen will. Lazarette beherbergen einen Heiler, der verletzte Soldaten nacheinander zu sich ruft und heilt. Dabei wird die Gesundheit des Patienten immer vollständig wiederhergestellt. Schwerer verletzte Soldaten scheinen Vorrang zu haben, werden aber nicht direkt erneut angesprochen, wenn der Heilversuch scheitern sollte. Zum Beispiel, wenn sich der verletzte Soldat wegen anderer Siedler vor dem Lazarett nicht korrekt positioniert. Außerdem scheint dieser Vorrang trotzdem auf Wahrscheinlichkeit zu basieren, da sich der Heiler nicht sklavisch daran hält. Oder es war in meinen beiden Tests nur zufällig so. Die Testbedingungen herbeizuführen erfordert aber so viel Micromanagement, dass es die Mühe in meinen Augen nicht wert ist. Eine Eigenheit von Lazaretten ist, dass sie zwar einen Arbeitsbereich besitzen, dieser aber nur während der Bauphase festgelegt werden kann. Daher wollte ich wissen, ob dieser Arbeitsbereich tatsächlich einen Effekt hat oder dies nur ein Überbleibsel davon ist, dass das Spiel seinerzeit gerusht wurde. Wie sich herausstellte, bestimmt der Arbeitsbereich tatsächlich den Bereich, in dem der Heiler verletzte Soldaten zu sich ruft. Dabei ist es unerheblich, wo dieser Bereich liegt. Keine Ahnung, wieso man diesen Bereich nach dem Bau des Lazaretts nicht mehr verändern darf. Ihr könnt aber immer verletzte Soldaten zur Tür des Lazaretts schicken. Das funktioniert auch mit verändertem Arbeitsbereich. Was mich zur nächsten Frage führt. Wieso sind trojanische Heiler so faul? Zunächst habe ich den Arbeitsbereich-Test von vorhin wiederholt. Dabei konnte ich aber nur feststellen, dass trojanische Heiler ihre Patienten zu der Säule unten rechts rufen. Wenn sie dann mal das Lazarett verlassen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, führen sie die Behandlung tadellos durch und das über eine Entfernung von guten 3 Metern. Da hat Corona keine Chance. Um ehrlich zu sein, kann ich nicht genau sagen, warum die trojanischen Heiler offenbar kein Blut sehen können, aber nach dem, was ich beobachten konnte, scheint der Punkt, zu dem Soldaten gerufen werden, 1 bis 2 Felder zu weit rechts zu liegen und ist damit nicht mit dem Punkt identisch, der den Heiler triggern soll. Den Patienten manuell 1 bis 2 Felder nach links zu schicken, scheint zu helfen, aber obwohl ich mehrere Konfigurationsdateien durchgegangen bin und auch einige Änderungen ausprobiert habe, konnte ich dies nicht beheben. Bis mir Muffin Mario gesteckt hat, dass dieses Problem in der History Edition wohl gefixt wurde. Und tatsächlich versammeln sich hier die Soldaten vor dem Lazarett statt daneben und der Heiler arbeitet wie bei den anderen Völkern. In dem Moment war ich dann sowohl beeindruckt als auch maximal offended zugleich. Wie kann es sein, dass genau die Entwickler, denen mehrere Leute auf Discord vorkauen mussten, dass mein Musikpatch eigentlich nur einen Tippfehler behebt und theoretischen Support für eine DV-Musik-Playlist hinzufügt, das hier hinkriegen? Das wäre einfach nicht in meinen Schädel! Ich schätze, damit steht es wohl 1:1. Vor allem, weil dieser Fix wohl nicht in Game-Data bzw. Config-Dateien gemacht wurde und deshalb nicht in die Standardversion übertragen werden kann. Da muss ich die Entwickler der History Edition ausnahmsweise mal loben. Der Nachrichtensound ist immer noch falsch. Bei der Gelegenheit können wir uns noch ansehen, wie sich Sanitäter im Vergleich schlagen. Als Kampfeinheiten sind sie erbärmlich. Selbst im Verhältnis 8:1 ist es Glückssache, ob Level 3 Sanitäter einen Level 3 Schwertkämpfer mit gleicher Kampfkraft besiegen können, ohne Verluste zu erleiden. Sie sind eine reine Supporteinheit, die die Gesundheit verwundeter Soldaten in der Nähe schrittweise wiederherstellen kann. Das können sie auch über eine Distanz, die etwa der Reichweite eines Bogenschützen gleicht und unabhängig vom Level des Sanitäters zu sein scheint. Sanitäter heilen je nach Level 3, 4 oder 5 Gesundheitspunkte ihres Patienten pro Animation, bis dieser vollständig geheilt ist. Dabei konzentrieren sie sich auf den Patienten, der ihnen am nächsten ist, und können bis zu 3 Heilungen schnell hintereinander durchführen, wenn sie vorher etwas Zeit hatten, sich auszuruhen. Zu meiner Überraschung wird die Heilung der Sanitäter tatsächlich von der Kampfkraft des Besitzers beeinflusst, allerdings von der defensiven. Sanitäter werden also nie weniger als 100% leisten, wenn es um Heilung geht, maximal aber 125%. Dabei berücksichtigt das Spiel auch die entstehenden Kommazahlen problemlos. Mit erhöhter Kampfkraft bekommen Sanitäter offenbar auch die Chance, bis zu 4 Heilungen in schneller Folge durchzuführen. Ein einzelner Sanitäter wird ziemlich lange brauchen, um einen einzigen Soldaten zu heilen. Es können sich aber auch mehrere Sanitäter um einen Patienten kümmern. Es kann also sinnvoll sein, eine kleine Gruppe aus 10 bis 15 Level 3 Sanitätern als Nachhut mitzunehmen, an einem sicheren Ort in der Nähe des aktuellen Kriegsschauplatzes zu positionieren und gelegentlich verwundete Soldaten dorthin zu schicken. Auf diese Weise kann eine Gruppe Sanitäter durchaus als mobiles Lazarett an Orten agieren, an denen ihr normalerweise keines bauen könntet. Sie im Kampf mitzunehmen, wäre mir aber zu viel Micromanagement.